Wir schwingen heute wieder die V-Mode, um Sonic in seinem Kampf gegen den schwarzen Ritter König Arthur beizustehen. Als nächstes besiegen wir 50 Feinde hier im finsteren Wald. Eine der Aufgaben, die Amy uns aufgetragen hat. Verzeihung, Nimue, die Dame des Sees, wie auch immer. Erst dann werden wir zum Ritter und dass wir das durchaus das Zeug dazu haben, haben wir im letzten Part, denke ich mal, bewiesen. Denn da gab es das Kämpflein gegen Sir Lancelot. A.K.A. Shadow the Hedgehog. Also, wer das verpasst hat, der hat's verpasst. Tails war ebenfalls da als Schmied. 50 Gegner. 11 habe ich. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, ich habe schon keine Ring mehr. Kann ich zurückgehen? Kann ich, aber Vorsicht. Wie bekomme ich denn Ringe? Das ist eine andere Frage. Ja, das hab ich kommen sehen. Ringe sind die gelben Feen, ne? Das muss man auch mal festhalten. Quasi, es ist unsere Energieanzeige, wenn du so willst. Also an für sich hätte man hier auch ein komplett anderes Spiel draus machen können, ne? An für sich könnte man meinen, dass Sonic auch einfach hier in diese Welt reingeversetzt wurde, aber das entspricht halt auch einfach der Wahrheit, nicht wahr? Es ist bereits die dritte Welt von 13 insgesamt, nach meinem Wissen und Gewissen, nach meinen Recherchen. Ich weiß nicht, ob ich einen übersehe. Du bist mir zu schnell, Igel. Aber ich habe alles. Ich weiß ja auch nicht, ob noch stärkere Gegner kommen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber jetzt haben wir schon mal die halb... Was ist das? Ein Checkpoint oder so? Nicht? Kann ich da was drücken? Ich mache einfach weiter meinen Job. Überhaupt jetzt hier überlegt zu haben, hat mir schon wieder Energie und Nerven gekostet. Ich lobe bisher das Spiel für seine Abwechslung. Jetzt haben wir halt zuletzt ein paar Prüfungen aufgetragen bekommen, die wir doch mal mit Bravour erledigen wollen. Okay, das sind ausschließlich Fallen. Nimm dies! Ja, nicht alles verwatzen für diese Dullis. Kann ich auch einfach dran vorbeilaufen. Also ich denke, es sind Checkpoints. Ich bin mir dessen aber nicht hundertprozentig sicher. Nur noch 5 sind übrig. Da sind sie auch. Es ist wichtig, dass ich keinen übersehen habe. Jetzt habe ich schon 51 gekillt. Also es war nicht mal nötig, jeden Einzelnen wegzuwatschen. Diese Fallen, die sehe ich ein bisschen zu spät. Hier gibt es noch mehr davon. Aber es leuchtet doch schön feenhaft am Bäumchen. Ja, gern gebe ich noch ein bisschen was drauf, ne? Für die Punkte. Wobei die andere Berechnung vermutlich für die Zeit so ein bisschen was abziehen wird. Ich bin ja zurückgegangen, um mich zu vergewissern, dass die Gegner wirklich tot sind. Ja, das ist doch mal ein hier... Sonic Warriors, würde ich sagen, ist das. Und wir waren siegreich, erfolgreich. Ja, zu den Wertungen sage ich nichts. Sie sind mir zu streng. Da gibt man sein Bestes. Immerhin Sonic muntert einen immer auf. No problem. Das ist ja nicht schlimm. Im nächsten Mal machst du gefälligst besser. Das hier ist so teuer? Okay. Und hier unten, das hat sich auch noch freigeschaltet. Gibt den Städtern 80 Ringe. Wie gebe ich denn anderen Leuten Ringe? Ist auch noch eine spannende Angelegenheit, die ich herausfinden muss und möchte. Auf jeden Fall. Einfach haben. Oder? Nee, die links oben. Das heißt, ich darf im Kampf auch nicht getroffen werden. Hier sind die Städter. Sind die auch erst offen, wenn ich die Gegner besiegt habe? Anscheinend. Das ist... Wo ist denn Z? B? Das ist Z.
dann wollen die nicht mit mir reden. Sobald ich Z gedrückt... Moment mal, ganz kurz nochmal von vorne, liebe Leute. Weil ich hab die Ringe schon voll, ich muss die nur noch aushändigen, wenn man so will. Dazu die Gegner in unmittelbarer Nähe killen. Die dürfen auch nicht verletzt werden. Hoffentlich kriege ich noch einen. So, und dann schaltet sich quasi ein Event frei, wo ich was Bestimmtes drücken muss. Achso, warum? Ich will euch doch Geld schenken. Warum muss ich dazu noch irgendwas absolvieren? Das war mir nicht ganz klar. Ah, auf dem Nunchuk mit diesem C und wie heißt der andere Button? Da komme ich bestimmt durcheinander. Na gut, ich habe ja schon 60 Ringe abgegeben. Alter! Muss man hier für Frieden sorgen? So, und die Krüge der Bewohner zerstören, um Ringe zu holen. Also eigentlich sind es die Ringe, die sie schon haben. Ich beklaue die, um sie dann selbst wieder herzuschenken. Das macht fast Sinn. Ja, ich muss vor allen Dingen vorsichtiger sein und darf die Ringe nicht im Kampf verlieren. Das ist das Ding. So wie mit dem zum Beispiel. Das gefällt mir noch nicht. Ja, nachdem wir zuletzt halt ein bisschen Story hatten. Mit Lancelot und Amy. Ich sehe jetzt aber Amy, weil Nimue, oder wie sie denn ausgesprochen wird, ist mir so schwer auf der Zunge. Wenn ich hier schon mal 60 Ringe weggebe, ne? Das möchte ich aber halt einfach auch tun. Dass die auch aus dem Nichts spawnen, ne? Dass sie einfach so auftauchen. Fuchst. Oh, was ist... Müsst ihr jetzt mal selbst mal sagen, ne? Mind that you take no damage. Aber okay. Dann. Ihr dürft mal zuhauen. So, eine Welle spawnt noch. Da lernt man die Angriffsmuster von denen ein bisschen besser kennen. So, in aller Ruhe. Warum auch immer das so gestrickt wird. Mein Spiel riecht ganz cool, aber... Ey, aber nicht, dass das jetzt zählt, ne? Nur ich kann die Dorfbewohner wehtun, oder was? Gut. Fein. Gegebene Ringe. Mit denen da kann ich nicht interagieren? Ich kann nicht weiter nach rechts laufen. Haben wir das geklärt, ja? Manchmal, also wenn man erstmal was gemacht hat, schwingt Sonic sein Schwert nicht so schnell wieder. Das möchte ich gerne berücksichtigt haben in eurer Bewertung. Sieht manchmal aus, ne, ich schwing mir da einen Ast, aber es funktioniert nicht so ganz. Der da vorne, der wedelt lustig. Ich hab noch genug. Einfach ran. Der will noch mehr Kombos. Haben wir's? Ich habe 80 Ringe gegeben. Muss ich jetzt noch zum Ziel? Schätze ich einfach mal. Also nur random durch die Gegner durchschütteln mit der Remote. Bringt nicht immer den gewünschten Erfolg. Ich rette die Dudes jetzt hier auch nochmal. Vor dem Bösen. Man wird auch besser, ne? Von nix kommt nix. Das ist halt. Okay. Wow, wow, wow. Eine Falle. Konnte aber nichts drücken. Die mussten mich erstmal befreien. Läuft. Ey, da dürfen die quasi einmal zuhauen. Oder wie stelle ich mir das vor?
hatte was. So, aber hat Amy nicht 3 Prüfungen in Auftrag gegeben, nenne ich es mal? Krater visiert halt. Was haben wir denn hier? Also alles, was so teuer ist, würde ich mal sagen, nehmen wir. Aber der Rest ist jetzt auch nichts Besonderes. Offensichtlich. Ja, das andere kann ich mir jetzt so nicht leisten. So. Diese ID-Punkte, wo kommen die denn her? Weiß es jemand? Also ich kann nur einen gewissen Grad an ID-Punkten ausgeben. Scheinbar habe ich im finsteren Wald soweit alles gelöst, deswegen besuche ich mir nochmal eine andere Welt. Es gibt was Neues im Lancelot Castle, Burg Lancelot. Rette die Stadtbewohner und hier ist auch, gibt den Städtern 80 Ringe. Bleiben wir doch einfach mal bei der Sache. Scheinbar ist dieser Part jetzt erstmal voller Arbeit. Es kann ja nicht jeder Part Schlag auf Schlag, ne, Story geben. Hat mich schon positiv überrascht. Die Dorfbewohner sehen ein bisschen, oder Stadtbewohner meinetwegen, sehen schon ein bisschen crazy aus. Kann ich mit dir? Nee. Nur die so winken, oder was? Ist das eine einfache Variante? Man sollte aber auch den Angriffsmuster vom Gegner ein bisschen kennen. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich hoffe, weiß nicht, ob die noch andere... Was ist denn das für eine Taste? Z. Ach so, Z und C ist auf dem Mundschub. Muss ich mir einprägen. Ich drücke auf Z. Alter, A und B. Ihr nehmt es ja von den Lebenden, ne? Dass ihr nicht einfach so euer geschenktes Geld annehmen wollt. Unmöglich. Das ist ja noch vergleichsweise einfach. Ich habe schon ein bisschen Bedenken, dass später da knallharte Kombinationen auf mich zukommen. Uah, der wollte es wissen. So, ich muss auch die Ringe behalten. Aber ich muss auch nur noch 20 angeben. Der ist bestimmt auch einer, der... Ja, der annimmt. Ja, und wer diese Kombinationen versaut, diese Quicktime-Events, jetzt brauche ich eigentlich nur noch ans Ziel. Wer diese Quicktime-Events versaut, der hat halt später noch mehr Chancen, so schätze ich, so nehme ich an. Dann bin ich mal so frei. Nehme den kurzen Weg. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und wenn ich hier nur die 80 Ringe verteilen muss. Deswegen hat er aber auch eine schlechte Bewertung. Not my day, dies, das, Ananas. Hätte vermutlich, wenn ich noch mehr Gegner gewatzt hätte, mehr bekommen. Aber ich sag mal so. Ich sehe da jetzt keinen zwingenden Bedarf. So, und das hier noch. Rettet die Stadtbewohner. Das definiere ich so als einfach nur alle Gegner killen. Dass sie wieder fröhlich sind. Winken und ihre Handel betreiben und mit Ringen beschenkt werden können, vielleicht irgendwann später. Oh, was ist das denn hier? Eine Armbrust. Wow, Sonic, hast du etwa... Weißt du, was es kostet? Good heavens. Ja, also ich muss schon sagen. Was hier? Oh. Kann ich da irgendwas machen, weil ich da so blöd davor stehe? Ich kann das tatsächlich ankratzen. Irgendwann geht's kaputt. Ja. Was heißt retten? Auch jeden killen? Weil ist da noch einer? Verletzter Stadtbewohner. Da muss ich wirklich aufpassen. Da weiß ich nicht, was der Anspruch ist. Das sollte halt nicht passieren. Wahrscheinlich ist es nur schlimm für die Bewertung und Gegenstände. Ich möchte es aber trotzdem tun, nichts vermeiden. Stadtbewohner mit meinem Schwert zu erwischen. Wenn die Gegner so blöd im Weg stehen, schwierig.
explodiert das. Ja. Dieser Rückschritt gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Also, funktioniert ganz gnädig. Alter Schwede. Da ist das Ziel. Ja, wenn der mich nicht das zerstören lässt, dann nicht so einfach. Gut. So, wenn jetzt keine Story passiert, werden immer neue Level oder Missionen freigeschaltet. Wir werden sehen. Spezialtitel. What you say? It's close, but it seems you somehow made it. Too easy. Piece of cake. Do not let it go to your head, fool. What's wrong? Hey, what's the matter? Are you lost or something? A great big dragon attacked my village. A dragon? It took my mommy and my daddy and everybody away. You know where the dragon is, kid? It's in the big cave at the bottom of that mountain. All right, I'm on it. Wait, don't tell me you're going off to slay a dragon now. Yes, we are. What of the lady's tests? You will never make it in time. Yeah, maybe, but I play by my own rules. Remember that. You fool. Hang in there, kiddo. I'll get your folks back. Stark. Ablenkung, Sidequests. Ebene der Titanen, also eine neue Welt. Okay, erreiche das Ziel. Huh. Charakter bearbeiten. Ich guck mal hier ganz kurz, was es noch für Möglichkeiten gibt, mich auszurüsten oder so. Nimm hier Einstellungen zu Ausrüstungsgegenständen vor. Diese Objekte bekommst du für das Besiegen von Feinden oder wenn du auch Schatztruhen findest. Halskettenbestimmung günstiger. Andere Musik. Bin ja mal sehr gespannt. Hab ich das jetzt? Okay. Muss man mal looken, ne? Hier kannst du eines jeden Charakters Fähigkeiten sehen. Graue Fähigkeiten können noch nicht genutzt werden. Huiuiuiui. Gib mal, was ist Versiertheit? Kann ich nicht runter. Achso, Versiertheit ist unten, ne? Okay. Verrückt. Ist ja ein Ding. Andere Musik. Wir gucken mal. Let's see. Übrigens akzeptable Ladezeiten. Naja, Shadow Mucken. One big burly beast. Indeed. You must press the attack. Fast and furious. All hail Shadow, ne? Ich muss euch nicht bekämpfen. Das bringt mir nur Goodies. Hä? Das ist ein bisschen unsinnig, jetzt höre ich halt die Originalmucke nicht, die sich hier in diesem Level befunden hätte. So cool es auch ist, würde ich dann das auch wieder rausnehmen. Aber Crush 40, ne? Freunde, Crush 40. Das passt einfach zu Sonic wie die Faust aufs Auge. Das ist ein Markenzeichen. Das war ja übrigens erstmal eins der letzten, Crush 40 hat ja zum Beispiel in Sonic Adventure 1 und 2 die Titelmelodien gesungen und er will nicht so einfach, oder was? Oder Sonic Heroes, aber dann ab Sonic 2006 wurden sie so ein bisschen ausgemustert. Da
habe ich mich persönlich gefreut, als ich gehört habe, dass sie wieder den Titelsong hier für Sonic und der Schwarze Ritter gesungen haben. Aber dann war lange Zeit nichts zu hören. Zumindest hatten sie keine Titelmelodien-Intos. Das war erst wieder der Fall bei Team Sonic Racing 2019. Bin mir aber sicher, weil es so gefragt ist, werden sie in Zukunft auch wieder für die Sonic-Songs verantwortlich sein. Also das Level lässt einen schon mal viel mehr an der freien Hand. Raum für Versuche, verschiedene Herangehensweisen. Und man wird nicht mehr so um die Hand genommen. Jetzt hier verschiedenes probieren. Den großen, den kann ich eigentlich auch meiden. Kann ich nicht vorbei? Das sieht nicht so aus, ne? Immer wenn ich an dem vorbei will, hat er mich dann automatisch in der Hand. Also mir scheint es, als müsste man ihn zweifelsohne besiegen. Let's go. Pass ich auf. Was wollt ihr denn? Soll ich kaputt machen? Sinnig. Nicht vorbeilaufen, kaputt machen. Warum willst du was von mir? Warum soll ich dem Sachen geben? Das ist nicht mein Auftrag. Okay, ich krieg dafür ein Geschenk. Naja, wenn ich's kann, dann tun wir's. Jetzt hier. Die Special Attack. Ich nenne sie einfach Special Attack, dann weiß jeder, was gemeint ist. Oh, ich wollte nicht wehtun. Ich bin da wirklich pazifistisch veranlagt. Weil das würde auch bedeuten, dass ich die Gegner verschone. Also gut, ich bin gegen Friendly Fire. Oh, die Stonehenge. Wir sind an der Stonehenge, ehrlich. Ich hatte schon, auch das, was ich da zerstört habe, dachte ich mir auch so ein bisschen. Ich dachte in diese Richtung, aber jetzt sind wir tatsächlich da. Verrückt. Die Osterinseln wären so ein Ding, die im Super Mario Land benutzt wurden. Wir haben heute so viel, ne? Vergleichsweise wenig Zwischensequenzen haben wir heute. Vergleichsweise wenig Zwischensequenzen und da fühlt es sich nach so viel Gameplay an. Besiege Sir Gawain! Oh, das ist Knuckles, Boy. I don't suppose you're gonna let me by. Ha! You look just like this knucklehead I know. Ho! You dare mock Sir Gawain, Knight of the Round Table? An act most unwise, my friend. Wait! I'm not trying to pick a fight with you. I was heading to a cave to save some people from a dragon. Bah! You cannot fool me with your lies. No doubt you're after the dragon's treasure. Oh, man. You sound just like that knucklehead, too. You have defied King Arthur. This place shall be your grave. Das, also jetzt Knucklehead mit Hanswurst zu übersetzen, liebe deutsche Übersetzer, das war nicht schön. Das nimmt den, ich will es nicht als Style nennen oder als cool bezeichnen, aber Hanswurst, das klingt ja wirklich ein ganz anderer Vibe. Sag ich mal vorsichtig. Wow, hat er gewonnen? Ich hab doch geschüttelt wie ein Verrückter. Hä? Ich weiß nicht, wie das geht. Krieg Angst vor Knucklehead! Habe ich eigentlich immer noch die Mucke an? Die falsche? Das wäre ein Problem. Was muss man da machen?
Ich sehe da nur eine Wiimote, die geschüttelt wird. Also schüttel ich meine Wiimote. Shit. Ich sehe leider auch nicht, wie viel Energie er hat. Hä, ich hab doch geblockt! Wie viel schwieriger er als Shadow ist. Er hat das eben sehr gut angefangen gehabt. Hier teile ich ordentlich aus. LOL! Ja, was soll ich sagen? Fuchteln? Also zum Glück habe ich hier keine Facecam an. Wenn ihr mich sehen würdet, wie ich hier einfach versuche, die Fliegen zu töten in der Luft. Aber es war erfolgreich. Ich finde diesen Vergleich so interessant, dass man das Reales nimmt, was es in der realen Welt gibt, die Stonehenge. Und dann wirkt es so ein bisschen wie Knuckles mit seinem Master Emerald Schrein. Lustig. Lustig auf jeden Fall, da müssen wir lachen. Gibt's hier noch direkt die nächste Zwischensequenz? To lose to a mere apprentice! I have been disgraced! Only death can remove this stain upon my honor! Give me a break! What's up with all this drama? Silence! Silence, I say! A knight who fails their king is unfit to live. Isn't there more to being a knight than just serving a king? Huh? I'm out of here. People to save, you know. Ach, ich mag Knuckles. Zumindest, wenn er nicht so doof ist wie ein Sonic Boom. Perfekter Treffer-Einführung. Wir werden wieder was lernen im nächsten Part. Auf dem Weg zum Drachen. Dass wir so off-topic gehen. Dass wir so abseits des Weges uns befinden. Das stört mich ein bisschen. Aber bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da dabei seid. Daumen hoch oder Daumen runter. Sonic und der schwarze Ritter werden immer bunter. Der schwarze Ritter wird immer bunter. Okay? Bis dann und ciao.